So, die interne Liste ist abgearbeitet und irgendwie scheint die Richtung grob zu stimmen. Sitze ich ein bisschen hoch, ne? Ah ja, gut, da komme ich auch noch drüber hinweg. Deswegen bin ich jetzt so hoch, weil ich drüber hinwegkommen will. Haha! Oh, wir stauben ein bisschen oder brennt der Motor? Nein, ich glaube, es staubt und wir haben 5 Knotenseitenwind. Also wie immer, die Bremse raus, Gas rein und gucken, wohin uns der Wind trägt. Ja, jetzt habe ich echt mal darauf geachtet, dass die Trimmung auch wirklich auf Null steht. Damit wir den Schnee auf den Bürzel stellen, bevor es überhaupt losgeht. Oh, guck mal, bei 70 Knoten kommt die Mühle ganz von selber hoch. Das ist in Ordnung. Brauche ich meine Füße auch nicht mehr. Was nicht heißt, dass ich sie mehr abschrauben lasse. Aber die Kamera kann aus. Rum. Ja, ne, ist mal schön, wenn man von einem Flugplatz aus startet, wo rundherum schon harte Gegenstände stehen, wie zum Beispiel Berge und so Zeugs. So ein Gelumpe. Ja, wir fliegen von der Metropole Urupemme zur Walfish Bay. Nein, nicht Walfish Bay. Also geschrieben wird es Walfish Bay. Ob das nur deswegen die Walfish Bay ist, das weiß ich auch wieder nicht. Das finden wir vielleicht gleich in der Wikipedia wieder heraus. Ja, Test 1, 2, 3, bin ich hörbar? Ja, ich hoffe schon. Weil ich kann mich selber nicht hören. Ich muss mich hier auf so Zuckungen mit Pegel auf dem Vorschau-Monitor verlassen. Und hoffen, dass ihr das versteht, was ich sage, oder auch besser hoffen, dass ihr nicht versteht, was ich sage. Was sagt uns die Richtung? Die Richtung sagt uns irgendwas in der Richtung. Naja, wir sollten rechts rum. Verstehe. Na gut, dann fliegen wir mal zur Abwechslung rechts rum. Haben wir länger nicht gemacht. Wir sind jetzt schon auf 3700 Fuß. Das heißt, wir sind wahrscheinlich relativ hoch gestartet. Das ist übrigens gerade echt Wetter. Also wenn wir hier so ein paar vereinzelte Wolken im Wege haben, das ist so. Ja, sagt der Radiohöhenmesser. Der sagt, wir sind jetzt 1000 Fuß über Grund. Ich sag ja, ich stehe auf dem Funkhöhenmesser. Den finde ich toll. Wir steigen weiter. Jetzt sind wir ungefähr 1,5000 Fuß über Grund. Das kann aber gerne noch mehr werden, ne? Warum drücke ich den Knüppel so nach vorne, weil die Trimmung schon wieder irgendwo nach hinten verrutscht ist? So, jetzt haben wir wieder neutrale Trimmung, jetzt kann ich auch loslassen. Jetzt fliegt er im weitesten Sinne geradeaus. Mit einer leichten Tendenz nach oben. Na, trimmen wir noch ein bisschen die Nase runter. Guck mal, da verändern sich die Wolken schon wieder schlagartig. Zum Glück haben wir heute hier relativ wenig Wölkchen, die allerdings ziemlich tief liegen. So, wir haben jetzt über 2000 Fuß über Grund, deshalb würde ich sagen, lassen wir den Autopiloten noch ein bisschen mitspielen. Autopilot an, Autotrottel an. Kümmere dich um die Höhe und kümmere dich um die Richtung. Ja, da bewegt sich einiges. Als erstes möchte er gern in die richtige Richtung kommen, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, wir fliegen mit 100% Leistung, das ist bestimmt nicht gesund. Na, gucken wir mal, wie schnell er wird. Also, die 100 und ein bisschen sollte er eigentlich grundsätzlich schaffen. Höhe haben wir jetzt 4900 Fuß offiziell. Ja, fliegen tun wir denn da lang und da müssten wir eigentlich drüber passen. Dann mache ich jetzt erstmal die Karte einen Augenblick weg, damit wir hier Sightseeing betreiben können. Oh, Fahrwerk! Wir haben ein Einzelfahrwerk. Ja, das müssen wir ausreizen. Wo kommt die Sonne her? Mehr von hinten. Na, dann haben wir endlich mal wieder Gelegenheit, ein Flugzeug von links zu sehen. Für meine Preview, hier haben wir mein Thumbnail-Fötöchen. So, Foto mit Works rundherum und die Farben am Boden sind sensationell, ne? Ja, ja, es sieht wirklich nett aus. So, wie laut ist das? Noch ein bisschen zu. Ja, so, ne? So kann man das stehen lassen. Ja, sind das Bilder oder sind das Bilder? Spart euch die Antwort, ja, es sind Bilder. So, ich muss wieder meinen Kopfhörer ein bisschen leiser drehen, weil ich habe Getöse auf den Ohren. Das ist gar nicht gut für selbige. So, da könnt ihr zugucken, über welche Berge wir gerade fliegen. Ja,
Ja, das ist schon schön. Boah, was für Farben, ne? Wer sagt denn, dass Wüste immer nur gelb ist? Sandfarben. Dann gucken wir doch mal hier rüber, wo wir eigentlich langfliegen. Also, da sind wir gestartet und fliegen tun wir jetzt dahin. Natürlich fliegen wir nicht die ganzen 300 Meilen tatsächlich in Echtzeit durch, weil dann sitze ich hier ein paar Stunden. Was sagt er hier? 2 Stunden würden wir fliegen. Das machen wir natürlich nicht, ne? Afrika, seht ihr da unten? Na komm, ein bisschen größer kannst du es mir schon machen. Hallo, reagier mal bitte. Ja, jetzt, ne? Ah, jetzt ja, in Namibia. Namibia, da fliegen wir hin und dann landen wir da. So nennt sich das, Walvis Bay. Oh, mal gucken, was dabei rauskommt, wenn wir gleich mal näher nachsehen, was die Wikipedia dazu sagt, auch diese Farben. Ich fühle mich allerdings beinahe wohler, wenn wir das Terrain Rider noch einschalten. Hier den Terrain Warner zumindest. Das ist zwar farblich ein bisschen irreführend, aber dann fängt er an rumzuhupen, wenn mir irgendwas zu nahe kommt. So, falls Namibia auf die Idee kommt, mich rammen zu wollen. Guck mal, da geht doch noch was. 66% Leistung fliegen wir jetzt. Dann gehen wir mal rauf auf, weiß ich, 140, kann er das? Da ist natürlich erstmal wieder 100%, ist ja klar. Ah, ein Gesöff der Götter. Wo haben wir den schönsten Ausblick? Da sind Wolken, aber Berge. Da sind keine Wolken, aber weniger Berge. Aber ich finde es ganz schön mit Bergen. Obwohl, da sind zwar die schöneren Berge, aber man sieht nur Wolken. Tja. Noch ein bisschen so. Ne? Ja, also ruhig ein bisschen tiefer, weil so viel Himmel müssen wir nicht sehen. Aber so ein bisschen nach vorne vielleicht doch, damit jemand Schreck kriegt, wenn Berge kommen. So, dann mache ich den Augenblick weg, damit ich entsprechend den hier mal eben einblenden kann. Jawohl. Das wird rücksichtslos abgewechselt durch den hier. Dann natürlich der wichtigste überhaupt ist Jenner. Jenner. Ja, da kommt noch schon der Leseonkel, ne? Dann machen wir alles ein bisschen größer. Nur eine Idee, aber immerhin, nicht wahr? So. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, er hupt mich an, wenn wir irgendwo zu dicht kommen. Nicht, dass der Bursche im Cockpit hupt und wir kriegen nichts damit. So, was habe ich gesagt? Walvis, ne? Walvis Bay. Gibt es denn sowas? Ja, es gibt Walvis Bay. Aha. Aha. Guck mal, unter uns meandert ein Fluss. Also da haben wir eine Menge Spuren vom letzten Regen meandern da. Ob das deswegen ein Fluss ist, naja. So, dann lese ich mal vor. Walvis Bay. Deutsch historisch Walfischbucht, seltener Walfish Bay oder Walfish Bay. Afrikaans Walvis Bay. Naja, passt ja, ne? Und oh Gott. Oji Herero Isorogondo. Nee, Isorogondo mit D. Wusstet ihr natürlich, ne, dass man das auf Herero mit D schreibt. Ist eine Stadtgemeinde an der Walfischbucht in der namibischen Region. Moment, ist das jetzt die Stadt oder ist das eine Stadtgemeinde, nennt sich das? Aha, gut. Namibische Region Erongo und der bedeutendste Seehafen Namibias. Die Stadtgrenzen entsprechen denen des Wahlkreises Walvis Bay Stadt. So, hat 62.000 Einwohner. Ja, ich würde ja eigentlich gerne die Stadt, aber... Ah, hier, es gibt hier tatsächlich ein Ding. Ach, Wahlkreis Walvis Bay Stadt. Ja, das klingt aber jetzt nicht so, ne? Weißt du, hier fallen ja schon wieder die ersten Hubschrauber auf dem Himmel. Ja, man merkt, der Sommer kommt. Wahlkreis, nee, Walvis Bay Stadt, na siehste. Das ist ein Wahlkreis, ne, der Stadt heißt. Die Berge kommen mir dazu nahe. Aber es macht natürlich was her, ne? Optisch ist das Knaller. Ah, ihr seht da den Vorleseronkel. Ich drehe mich mal ein bisschen weiter, dann habt ihr mehr davon, glaube ich. So. Ja, ne?
Er macht schon was her. Ich mache heute den Vorleseonkel mal kleiner. Ganz ehrlich, es ist zu schön, um sich das Bild damit voll zu grützen. Er ist doch wie der Mond. Wahnsinn. Oder der Mars von mir aus. So gehören beispielsweise die Stadtteile zum umliegenden Wahlkreis blablabla Land. Aha. 35.000 Menschen. Okay, das passt doch eher in so eine kleine Stadt. Gehört aber zu den bevölkerungsreichsten Wahlkreisen Namibias. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das die Politiker immer nur in Wahlkreisen denken und nicht in Menschen oder so. Wahlkreissieger Einzelnachweise. Also irgendwie, ich glaube, wir müssen doch in den Anon-Bereich zurück. So. Ja, da sind wir jetzt im Wahlkreis irgendwie. Lage, Geografie. Ungefähr 30 Kilometer südlich der Stadt Swakopmund. 30 Kilometer südlich der Stadt Swakopmund. Warum habe ich dann nicht einen Flug nach Swakopmund gebucht? Was einem hier nicht angezeigt wird, deswegen. Aber Swakopmund habe ich schon mal gehört. Durch Wolfisch, ja klar, Wolfisch hat man irgendwie auch schon mal gehört, ne? Oh ja. Dann lassen wir eben Swakopmund links liegen. Oder vielleicht fliegen wir auch drüber. Mal gucken. Klima. Das angenehme, milde Küstenklima macht die Stadt und Umgebung vor allem während der Monate Oktober bis März zu einem beliebten Ziel am Südatlantik. Auch wenn die Wassertemperatur als Folge des aus der Antarktis kommenden kalten Beluga-Stroms kaum über 20 Grad steigt. Davon können wir hier nur träumen. Ja, an der Nordsee. Boah, was für Bilder. Also die höhere Zoom-Level-Auslastung, das lohnt sich. Unter uns wird alles noch grün angezeigt. Toi, toi, toi. Es könnte passen, auch mit dem Gipfel da hinten. Wenn nicht, werden wir das durch knirschende Geräusche mitkriegen. Geschichte. Oh, hier ist auch ein schönes Luftbild. Da werden wir nachher ja noch sehen. Ne? Das ist so richtig so eine grüne Landzunge inmitten von lauter Wüste. In den Jahren 1482, Gott oh Gott, bis 1489 erforschte der portugiesische Seefahrer Diego Chao, also C-A-O, mit komischen Schnörkel über dem A, Chao oder Chao, die Westküste Afrikas und segelte auch in die Walfischbucht. Wegen der reichen Wal- und Fischvorkommen fand die Bucht seit dem frühen 18. Jahrhundert, war viel, viel später, bei europäischen und nordamerikanischen Fischern Interesse und wurde 1795 durch die Besatzung des britischen Kriegsschiffs Star annektiert. Ja, das sieht denen ähnlich. Aufgrund eines sich entwickelnden Handels mit den hier ansässigen Topnar, eine Nama-Gesellschaft, wuchs die Walfischbucht von 1850 zu einer größeren Siedlung, bla bla bla. Wurde von der britischen Krone in Besitz genommen. Britische Fischer und Guano-Händler der Pinguininsel. Aha. Zum einen hatten sich dort britische Fischer und Guano-Händler der Pinguininseln einen Stützpunkt aufgebaut. Zum anderen spielten strategische Überlegungen eine Rolle, den britischen Seeweg nach Indien zu sichern. Ja, 1884 wurde das Umland der Bucht Schutzgebiet des Deutschen Reiches und Walvis Bay somit zur britischen Enklave. Enklave ist, wenn rundherum was anderes ist. Noch 1889, also 5 Jahre später, landeten Soldaten der deutschen Schutztruppe unter Führung des Hauptmanns Kurt von François in Walfish Bay, da der Sandwich-Hafen nicht zur Verfügung stand. Ah. 1910 wurde das Gebiet als Teil der Kap-Provinz Bestandteil der neu gegründeten Südafrikanischen Union. 1914-15 befand es sich zu Beginn des Ersten Weltkriegs kurzzeitig unter deutscher Besatzung. Nachdem Deutsch-Südwestafrika 1919 als Völkerbund-Mandatsgebiet unter südafrikanische Verwaltung gestellt worden war, wurde der Ort 1922 per Beschluss des Kapstädter Parlaments administrativ dem Territorium Südwestafrika zugeordnet. Oh, 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 oh. So, jetzt kommt wieder politischer Kleinkram, den keine Sau interessiert. Ab Mitte
der 1970er Jahre zeichnete sich ein Transitionsprozess ab. Ich glaube, das ist die Art von Prozess, wo es keinen Anwalt gibt, der langfristig zur Unabhängigkeit Namibias führen sollte. Aha, 1977 wurde das Gebiet Walvis Bay direkt der Kapprovinz unterstellt, was de facto eine Annektierung des Gebiets durch Südafrika bedeutete. Entgegen einem Beschluss der UNO hielt Südafrika jedoch auch nach der Unabhängigkeit Namibias 1990 Walvis Bay und die Pinguininseln besetzt. Erst nach dem Ende der Apartheid übergab die Republik Südafrika am 1. März 1994 sowohl das Gebiet der Walfischbucht als auch die Pinguininseln an die Republik Namibia. Ja, da ist ja politisch einiges los gewesen und ich bin immer noch baff wegen der Farben. Ich meine, wir sind schon über einige Dünen und Wüsten geflogen, aber das hier macht ja echt was her, ne? Und da ist ein Platz! Wenn man da irgendwie mal Offroad fährt, das interessiert keine Sau! Nach dem Prinzip, keiner weiß, wo es ist und keiner will dahin. Naja, so, theoretisch hätten wir noch eine Stunde 55 zu fliegen, aber ich habe ja schon erwähnt, das umgehen wir natürlich elegant. Kommunalpolitik, das ist nicht euer Ernst, Leute, ne? Verwaltungsgliederung, Wirtschaft und Verkehr. Ja, die Wirtschaft der Stadt basiert zum größten Teil auf Handel über den Hafen und auf fischverarbeitende Industrie. Es gibt eine Werft, einen internationalen Flughafen, zu dem wir gerade unterwegs sind, und südlich der Stadt eine Saline. Das ist da, wo man Salz aus dem Wasser holen tut. Der Bau eines zweiten Hafens wird vorangetrieben. Die namibische Marine hat Schiffe da stationiert. Bla bla bla, Highways, bla bla bla, interessiert keine Sau. Kreisgebiet. Aha. Heute leben in diesem Gebiet 52.000 Menschen, jedoch mit großen Schwankungen, da die Fischindustrie nur saisonale Arbeit gibt. Der internationale Flughafen wird aufwendig erweitert. Frachtflüge, bla bla bla. Oh, eine Mine im Tagebau. Ein Satellitenbild. Das ist mal eine Mine. 18 Kilometer südöstlich von Walvis Bay. Ja, die werden wir dann frühestens bei der nächsten Tour sehen. Bildungseinrichtungen, das interessiert mich doch nicht. Sehenswürdigkeiten, eine rheinische Missionskirche und ein nationales Denkmal und eine Lokomotive. So, das war's. Ausflugsziele und Umgebung, die Lagune, die Guano-Plattform, Robben- und Delfin-Touren, und ich glaube nicht, dass man auf Robben oder Delfinen reitet, neben das Hochseefischerei als Ausflugsziel, aha, Sandwich-Harbor-Vogelkolonie, aha, Fahrt mit Allradfahrzeugen zum Delta des Guisep, ja, okay, und 80 Kilometer, Besuch der 80 Kilometer entfernten Wüstenforschungsstation Gobabeb am Guisep. Städtepartnerschaften. Kristiansand, Norwegen. Ndola, Sambia. Wenzhou, Volksrepublik China. Stenungsund in Schweden. Drakenstein, was für ein Name in Südafrika. Lobatse in Botswana und Point Noir in. Da ich sehe da eine Flagge, die irgendwie an Afrika erinnert, aber keine Ahnung, wo das liegt. Söhne und Töchter der Stadt. Da hätten wir eine Goldmedaillengewinnerin, einen Fußballspieler, wie ungewöhnlich, einen Rugby-Union-Spieler, einen Profi-Boxer, eine Schriftstellerin, einen Architekten. Aha, ein Politiker, ehemaliger Freiheitskämpfer. Das geht da oft Hand in Hand, ne? Also Guerillero mit Knarre und dann Politiker. Ja, das war's eigentlich. Literatur, Einzelnachweise, juckt mich doch nicht. Was haben wir verbraten? 19 Minuten. Ja, gucken wir mal. Och, optisch ist das ja ein Leckerbissen. Zumindest im Vergleich zu dem, was wir sonst so fliegen. Ne? Apropos, wir fliegen bei ungefähr 5000 Fuß Höhe mit 150 Knoten bei 100% Leistung. Also die 100, er zeigt mir 137 Knoten hier tatsächlich an. Ich
Ich gehe mal auf 130 runter, um nicht dauernd, ja, ihr hört sogar, ne? Um nicht dauernd mit 100% zu fliegen, ja. Ah. Ich mach gar nicht weiter hüpfen einfach so, weil es, das sind so geile Bilder. Ich freue mich richtig dann. Oh, wie ungewöhnlich. Meine Anzeige der Tablets ist wieder weg. Das heißt, das WLAN ist wieder mal zusammengebrochen. Sollte es wieder mal einer dieser Tage sein? Wahrscheinlich ja. Ich bin immer noch nicht dahinter gekommen, warum und wieso. Weil ich habe also auch schon da hinten den Router mal so ein bisschen hin und her geschoben, ob das vielleicht was macht oder... Oh, ich glaube, ich habe zwei weitere Handys, die ich missbräuchlich für andere Dinge benutze, habe ich die den Flugmodus abgeschaltet. Es kann natürlich sein, dass wir hier irgendwie eine Überlastung zu Wege bringen. Ne? Ich weiß, irgendwie 10 Stück oder so sind ja hier irgendwie am Funken. Ja, also allein hier 1, 2, 3 sind das ja schon. Mein eigenes Handy 4. Ja, da oben, obwohl der ist, glaube ich, nicht... Doch, der kann sein. Das ist den, benutze ich als sehr schöne Uhr. Und dann kann das natürlich sein, dass der mit im Netz hängt, damit die Uhrzeit auch nicht immer stimmt. So, dann schalten wir eben mal den Flugmodus ein und damit das WLAN aus. Mal gucken, ob er sich jetzt erholt. Der vor Schreck schon einen Schluck auf hier. Sieht im Moment noch nicht so aus. Okay, dann gehe ich hier mal ganz raus und stoppe im WLAN, im Android komplett das WLAN für dieses eine Gerät und normalerweise erholt er sich dann schlagartig von allem Möglichen. Im Moment zeigt er diesbezüglich, oh, diese Bilder, zeigt er diesbezüglich noch keine Bestrebungen. Ich aktiviere ihn einfach mal wieder hier, na komm. Verbindung wird hergestellt, zack, alles geht wieder. Auch der andere ist sofort wieder mit reingehüpft. Ja, also ist eine Überlastung, würde ich nicht ausschließen. Ich gehe, wenn der Flug hier fertig ist, dann gehe ich mal rum und schalte mir wieder so die Höllenmaschinen ab, die sich so ins WLAN mit einklinken. Kein Mensch, die wirklich braucht. So. Disconnected vom Flight Simulator. Mache ich das vielleicht mal umgekehrt. Ich gehe bei dem hier raus. Aus dem Netz. Wireless und Bluetooth, genau. WLAN. WLAN aus. Oh. Oh, hier flimmert aber meine Beleuchtung gerade. Die Beleuchtung kommt von hier. Ich habe da einen kleinen Knipsschalter dran. Läuft alles über USB. Kann natürlich sein, dass ich hier einen... Ja, eigentlich nicht. Das ist so ein Mehrfachapparillo. Der sollte eigentlich funktionieren. Ja, flackern tut es jetzt scheinbar aber nicht mehr. So, aktivieren wir den Vogel mal wieder. Verbindung hergestellt. Wird hergestellt. Wird immer noch hergestellt. Aha, ob das mit dem mittleren zusammenhängt? Nee, da, Verbindung. IP-Versor verbunden. Zack, ist er auch wieder da. Könnt ihr sehen? Ja, ne? Ja, wer soll das verstehen? Jetzt flimmert aber unten die Beleuchtung wieder kräftig. Und zwar oben und unten. Ob das ein Problem mit dem Netzteil ist? Ich habe keine Ahnung. So, also wie gesagt, wir werden lebendigen Fußes runterkommen, hoffe ich. Und dann werde ich da mal ein bisschen was tun. So, was überfliegen wir denn alles hier noch? Wo würde es sich jetzt denn lohnen, zu gaffen? Okay. Brandberg. 2500 Meter, das ist ja nicht ohne. Guck mal, wo wir jetzt erst ganz sind. Hier, ne? Was haben wir hinter uns? Das war sehr schick. Ist auch farblich ein ausgesprochener Genuss. Dann lass uns mal hier hinhüpfen. Und dann schauen wir da mal ein bisschen rum und dann machen wir den Rest des Fluges eher kurz. Also, dazu müsste ich... Move Map. Na, haben wir wieder Kontaktprobleme? Oder hatte ich ihn vielleicht versehentlich doppelt? Es kann doch sein, dass er irgendwie über WLAN... Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also, dann klinke ich den einfach mal skrupellos aus. Einfach ja auch wieder doppelt. Ja, könnte sein. Könnte durchaus sein. Also machen wir einmal... Na komm, ich schmeiße ihn besser raus. Zack. So, wie ist jetzt?
Naja, hat sich. Ja, ich möchte jetzt mal mit Airmap exiten. Dann seht ihr auch mal ein bisschen mehr und dann starte ich ihn von hier aus wieder. Jetzt habe ich ihn wieder zweimal gestartet. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Guck mal, dann machen wir Folgendes. Ich mache hier einen Escape, dann mache ich noch einen Escape, dann gibt es hier einen Exit. So, aber dieser Exit ist jetzt gar nicht, ne? Der müsste jetzt wieder aktuell sein. Menü, Move Map, ja, ne? Und kaum hat man keine zwei Programme doppelt laufen, schon geht's wieder. Ja, da ist es wirklich hoch. Das könnte es sein, nicht wahr? Ah? Und festhalten, jetzt ruckelt's ein bisschen. Es wird ein bisschen unscharf, ne? Doch, jetzt kommt's wieder. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann gucken wir's doch mal um. Ein paar Hügel müssten ja hier irgendwo zu sehen sein. Ach, das hatte ich mir jetzt aber auch doch schon eindrucksvoller vorgestellt. Ich meine, man merkt schon, dass es da hinten wirklich hoch ist, aber... Ja Gott, hier vorne sieht man eigentlich dasselbe wie vorhin. Na gut, dann kürzen wir die Sache ab. Interessant ist auch hier wieder, dass sich hier irgendwas drastisch ändert, ne? Move Map. Da gibt es noch mal einige ernsthafte Bergchen. Gucken wir noch mal darüber. Achtung, ruckelt. Die Farben sind sensationell. Also. Unter uns meandert ein Rinnsal. Ja, das, wo auch nicht immer Wasser führt, aber ja, man kann ja auch nicht alles haben. Ne? Aber dann wieder vor uns das Ding, das ist natürlich Kracher. Warte mal, mit dem Mausrad kann ich doch auch zoomen. Ich kann zwar nur... Na, das ist ein bisschen... Wenn ich das Mausrad benutze, man sieht zum Beispiel hier die Schatten werden dann... Es wird praktisch das Bild als Ganzes vergrößert, ohne dass ich meine Position tatsächlich verändere. Ich zoome also wirklich nur das Bild ran. Deswegen stimmen auch die Entfernungs... also die Relation hier zum Hintergrund stimmt deswegen absolut nicht. Nehme ich hingegen die Cursor-Tasten. Dann kann ich hier richtig ranknüppeln. Es muss hier aber auch mal richtig mördermäßig regnen. Ne? Also wenn man sich den Boden anguckt, da geht einiges ab. So, ich glaube, das sind die namibischen Nationalfarben hier, ne? Passt ja schon. Also, Move Map, dann hüpfen wir jetzt mal dahin, wo wir hinwollen. Auch wenn es da erfreulich huggelig aussieht. Offenbar gibt es hier wie heißt das noch? Geologische Verwerfungslinien? Das ist sehr verwerflich. Das sieht nach einem Meteoriteneinschlag aus oder nach einem Krater, der irgendwie zusammenbröselt ist. Na komm, lad mal ein bisschen schneller. Ich weiß, dafür bist du nicht gebaut, aber... Ja, dann schicken wir mal in den Überlegemodus. Das hier, das könnte ja Svarkopmund sein hier, ne? Pass auf, ich setze uns einfach mal dahin. Und dann hoffe ich, dass da kein Berg steht, sondern Svarkopmund. Ja, da kommt er jetzt ein kleines bisschen ins Grübeln. Doch, da ist der ein oder andere Hügel. Werden wir nochmal wiederkommen? Ich kann leider von hier aus nämlich die LED von der Festplatte nicht sehen. Ja, da sind wir. Jede Menge Strand. Und ich bin sicher, dass da direkt vor uns ist. Nicht zwar Kopfmund. Ja, da fliegen wir am besten tatsächlich weiter auf der ursprünglichen Richtung. Ne? Unter uns, das wirkt so ein bisschen wie so übrig gebliebene Bunker oder sowas. Aber selbst hier mit der vernünftigen Auflösung wirkt es einfach interessanter. Ja, Svarkopmund, da steht's doch. Und hier werfen wir von hier einen kurzen Blick darauf. Ja, sieht aus wie Svarkopmund, ne? Hätte ich sofort erkannt. Und da gehen sogar die ersten Lichter an, wie ich das sehe.
Neu, was haben wir hier? Zeit 20 nach 4 hätten wir es hier. Also ein bisschen früh für Leuchten, ne? Aber von mir aus... Ja, ja, schick ist es schon, nicht wahr? Flach. Aha, Zeichen menschlicher Besiedlung. Das eine sieht aus wie eine Kläranlage. Das da sieht aus wie... War Steinbruch? Oder so? Oder Mine? Und das da? Bestenfalls eine Tretmine, ne? Ja, aber könnte auch eine Mine sein. Ja, ja. Dann wird das wohl so sein, nicht wahr? Haben die beim Flughafen? Ja, angezeigt wird jedenfalls einer. Und zwar... Da. Ist das ein Flughafen? Auf jeden Fall direkt neben der Hauptstraße. Naja, gut, dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Siehst du, ne? Ich würde mal sagen, ab hier... Ja, ich setze uns mal einfach hier hin. Gut festhalten, rüttelt. So. Ja, da hat sich ja die Geologie geringfügig verändert. Was sagt unser Bodenradar? Wahrscheinlich sind wir verdammt hoch. Deswegen würde ich sagen, stelle ich das mal runter. Oh Gott, also ich bin jetzt mal mutig und sage 2500 Fuß. Auf die wir eigentlich hinzustürzen, was einfach 8 Minuten, das sollte reichen. Ich sollte aber ein Auge drauf haben. Ja, na, seht ihr schon, es sackt ab wie ein Stein. Und ich habe so ein bisschen den Radiohöhenmesser im Auge. Ja. Gibt's noch irgendwelche sinnigen Vorbereitungen? Haben wir sowas wie ILS? Falscher Knopf. Das ist das Höhendings. Nö, ILS ist nicht zu erkennen, wenigstens nicht aus unserer Richtung. Dann müssen wir wieder alles selber machen, ne? Naja. Kann man die Runde gucken. Das sieht man richtig, ne? Wie man hinten dieses bunte Gestein verlässt und dann wieder so die klassische Sandwüste. Naja, so ein bisschen Geröllheimer Wüste ist hier auch. Das eine oder andere Gebüsch mit kleinen Bergen. Es war ja alles mal Meeresboden und hat sich seither kaum verändert. Immerhin, da scheint eine Hochspannungsleitung zu laufen. Für Flugzeuge nicht unwichtig zu wissen. Ja, uns grünt die Karte an. Das darf sie auch, weil sie hat völlig recht. Attitude hold. Wir sind jetzt auf 2500 Fuß. Das ist eigentlich eine Höhe, von der aus man sich runterarbeiten kann. Ich glaube mal, die letzten 4 Minuten kann ich auch... Oh, 6 Minuten noch. Das ist natürlich was ganz anderes. Auch da sieht es nach Verwerfungslinien aus, wo der Sand weggeweht ist. In ein paar Minuten kann ich es ertragen und selber aufpassen, dass ich nicht irgendwo in irgendeine Düne knalle. Dann kann ich nämlich das Bunte da gleich wegschalten. Ich versuche nur, vermeide nur es jetzt zu machen, weil wir drehen gleich ein. Dann sieht das so aus, als würde ich was wegschalten und prompt dreht er sich. Das eine hat also, Gustav hat mit Gasthof in diesem Falle nichts zu tun. Jetzt kann ich ihn wegschalten. Oh, das war er hier unten, ne? Ja, jetzt sehen wir wieder Wüste, wie sie Wüste sein soll. Ja, wir haben noch 5 Minuten bis zur Landung. Da habe ich ja diesmal richtig großzügig geplant. Aber es sieht trotzdem alles noch sehr schön aus hier. Ja, hier haben Marsmenschen mit ihren Laserschwertern
große schwarze Striche in den Boden gemalt. Erich van Däniken wusste es schon immer. Lebt er überhaupt noch? Oh, ja. Noch 4 Minuten, Mann. 35 Minuten, wir sind eigentlich schon über die Zeit. Oder man solche Bilder geliefert kriegt, ne? Da sehe ich den Flughafen. Dann kam das Bild weg. Ersetzt werden durch die notwendigsten Daten. Dann kann ich meine Füße schon mal wieder auf die Pedale tun. Das Bremspedal. Die Mountainkamera anwerfen. Mich reinsetzen da drinnen. Ja, und die Höhe würde ich jetzt mal auf, ach komm, 1000 Fuß runter. Heading brauche ich nicht zu verstellen. Ja, 1000 Fuß. Und wir machen eine Minute bis auf 1000 Fuß runter. Mit Altitude Hold. Geschwindigkeit ist noch okay. Wenn wir dichter kommen tun, allerdings, dann werde ich ein bisschen langsamer machen müssen. Da steht auch irgendwas mit Zahlen, von wegen Flaps. Aber es steht zum Glück ja auch direkt auf der Eieruhr drauf, die weiße Markierung. Die sagt einem ja, wo man flappen kann und mit ohne Flappen Flaps floppt. Die Uhrzeit steht offensichtlich auf Sommerzeit, weil Local Time ist 16.26 Uhr und nicht 15.26 Uhr. Minuten bis zur Landung. Wir haben 1700 Fuß und fallen. Tendenz ist sozusagen fallen. Da nehme ich jetzt aber doch mal Geschwindigkeit raus. Ich würde mal sagen 100 Knoten. Ne? So. 100 Knoten. Das ist das Meilen. Nein, das sind Knoten, die angezeigt werden. Sehr schön. Muss man immer drauf achten. Bei den Ostflugzeugen sind es dann auch gerne mal Stundenkilometer. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, oh, das kann dann wehtun. Wenn man versucht, so einen Landeanflug mit 100 Stundenkilometer statt 100 Knoten zu machen, ich sage euch, das geht schief. Die Nase kommt ein bisschen hoch, das heißt, der Autopilot kämpft damit, die Nase zu halten, also fahren wir Flaps aus. Stufe 1, Flaps, Stufe 2 müsste an sich auch gehen, also Flaps Stufe 2 mache ich einfach mal. Ja, jetzt gibt der Motor wieder etwas Gas, weil er gegen den Wind an muss. Ja, ich neige dazu, ihn noch ein bisschen fliegen zu lassen mit Autopilot, weil, ja Gott. Den letzten Rest muss ich eh selber machen und ich neige dazu, einfach zu früh abzusacken. Andererseits kann das ganz unterhaltsam sein, deswegen würde ich sagen, klinken wir den Autopiloten aus. Die Trimmung ist ganz schön nach vorne. Dann würde ich sagen, Geschwindigkeit nehme ich raus. So, tüchtig. Zack, und wir haben keinen Kontakt mehr. Also gut. So, alles ist aus. Fahrwerk raus. Das ist jetzt vermutlich die Warnung, dass ich das Fahrwerk rausfahren soll. Ja, seht ihr, ne? Offenbar hat er einen brauchbaren Höhenmesser und warnt einen vor. Ach übrigens, wie wäre es, wenn du jetzt auch das Fahrwerk rausfährst? Das hat sich jetzt zufälligerweise überschnitten. Ich denke mal, die 80, möglicherweise weniger, sind hier okay. Seitenwind, weil wir haben ein bisschen Wind von hinten, nicht viel. Und die Maschine eiert ein bisschen, also so viel langsamer sollte ich vielleicht nicht werden. Das versuche ich mal vernünftig aufzusetzen. Also nicht auf Gedeih und Verderb runterkommen, sondern so richtig schön ausschweben lassen. Lang genug scheint die Landebahn ja zu sein.
kommen auch so flach rein. Also das ist ja schon fast kein Flair mehr. Das ist ein Rettungsmanöver, um überhaupt noch oben zu bleiben. Nimmt sich Knoten. Ja, da deckt die eine die andere Runway ganz gut ab, habe ich den Eindruck. Die Breite ist wahrscheinlich Luftaufnahme. Also, so, jetzt wird es eng mit der Geschwindigkeit. Bisschen Gas noch wegnehmen. Vorsichtig sacken lassen. Noch mehr Geschwindigkeit wegnehmen, dafür mehr die Nase hochziehen. So, ja, schwebt mal aus. Und jetzt sacken. Ja, geht doch. Wer sagte, dass die Kuh kein Gras frisst? So. Ja, jetzt sind 10 Sekunden um. Geh mal weg. Ja, ich habe das auf 10 Sekunden eingestellt. Die können ganz schön lang werden. Oder waren das jetzt 20? Ich muss das ja hinterher mal nachtesten hier. Ich brauche jetzt nicht mal meine Bremsen. Weil die nächste Ausfahrt ist sowieso ein Stück weg. Ist wahrscheinlich am Ende der Bahn. Schon wieder ist hier Tablet, Daten weg. Ich sag ja, ich gehe da erstmal auf die Suche nach irgendwelchen Handys, die noch auf Gib Gas sind. Ist das eine Ausfahrt? Ich glaube fast, ne? Ja, da ist sogar ein gelber Strich auf den Boden gemalt. Dann ist das auch eine Ausfahrt. Wo wollen wir denn hin? Ja, ich glaube, man kann da ganz rundherum fahren. Ne? In der Mitte ist nichts. Wir fliegen einfach jetzt da lang. Wir fliegen, wir fahren, wir rollen. Wir schlittern. Ja. Hier können wir auch die Einreiseformalitäten erledigen. Ich hoffe, mein Pass ist so gut, wie er gekostet hat. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich hier der Bereich, wo drauf steht, auf keinen Fall Flugzeuge abstellen. Hier stehen ja auch keine. Ich habe hier eben einen Bus vorbeifahren sehen. Vielleicht nimmt der uns ja mit. Fahren wir möglichst dicht an den Tower ran, weil da müssen wir wahrscheinlich Landegebühren bezahlen. Würden wir Landegebühren bezahlen müssen, wenn wir uns an derartigen bürokratischen Kleinkram halten würden. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, hier bleiben wir einfach stehen, da wo Stopp steht. So, ja, wie ziehe ich jetzt die Bremse an, wenn der Tablet meutert? Mit der Taste B. So, ich hoffe, jetzt ist die Bremse an. Der ist mit Kabel angeschlossen. Motor kriege ich also so gerade noch aus. Aber irgendwelche Elektrizität abschalten, das sieht jetzt schlecht aus. Nun gut, dann kann ich wahrscheinlich ja auch keine Umschaltung hier machen. Nein. Dann müssen wir mit Shift 4 nach draußen gehen. So. Aber wir kriegen alles irgendwie hin, ne? Ja, man sieht, wir sind hier bei einer Metropole, hier steppt der Bär, wie das Satellitenbild zeigt. Hier ist richtig Alarm, Party ohne Ende. Ach, sie wollten zu Fuß vom Flughafen in die Stadt. Ja, gibt es was sie wissen sollten. Da hinten ist diese Landzunge, von der ich erwähnt habe. Und das Grün, das ganze Dunkel da hinten, das ist tatsächlich alles Grünzeug. So, jetzt gucken wir uns das nochmal von außen an. Weil wir wollen ja sehen, wie gut wir das alles gemacht haben. Ich sag immer wir, ne? Ja, Alt-R. Ey, Alt-R. Den Spruch bringe ich jedes Mal, ne? So, mal gucken. China 7346, line up 2407. Wo laufen sie denn? Line up 2407. Ach ja, das passt doch ganz gut. Könnt ihr was sehen? Ja, ne? Flaps sind schon unten. Irgendwann kommt denn auch mal ein Fahrwerk raus.
45 Minuten. Eieiei. Muss mich einfach kürzer fassen. Ich weiß, ihr guckt nicht so gerne so lange Videos. Soweit sieht's gut aus. Kann man sehr schön sehen, dass hier mal die echte Landebahn, sprich Satellitenbild, und die Flugsimulator-Landebahn genau aufeinander liegen. Und dass die echte Landebahn deutlich breiter ist, selbst auf diesem Provinzflughafen, als die von Simulator generierte. Interessant zu wissen. Saft raus, schweben lassen, bis es ganz von selber runterkommt. Bugrad noch ein bisschen höher, yep. Man kann das Bugrad logischerweise nur höher nehmen, wenn man auch langsamer ist. Ne? Genau das hier, das meinte ich. Das ist eigentlich das Richtige und ich habe es eigentlich immer falsch gemacht. Selbst das hier, ja doch, das war okay. Das fand ich okay. Hat diese komische Meldedings denn ja auch in den Bildschirm geblinkt. Danke ich euch mal wieder fürs Zugucken, falls ihr auch diese 45 Minuten ertragen habt. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Flug, hoffe ich. Bis dann! Ach so, logisch. Wenn keine Verbindung da ist, kann ich da drauf drücken, bis ich schwarz werde, muss ich ganz altmodisch mit der Maus hier auf Stop Recording gehen. Ein Stress ist das hier.